Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, dass wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sich Europa verändern kann und was man tun kann, um diese Entwicklung, die wir jetzt seit Jahren erleben, eine Entwicklung zunehmender sozialer Spaltung, eine Entwicklung, wo die Ungleichheit wächst, wo die Mittelschicht schrumpft und wo viele Menschen sich tatsächlich auch von Europa abwenden, weil sie das Gefühl haben, und zwar das Berechtigte, das, was von da kommt, das ist nicht in ihrem Interesse, wie man diese Entwicklung stoppen kann. Weil ich glaube, wir alle machen uns doch Sorgen, wenn in Europa immer mehr Kräfte gestärkt werden, die wieder auf Völkerhass, auf Nationalismus, auf Rassismus setzen, auf die alten Geister der Vergangenheit, von denen man eigentlich dachte, die seien längst tot. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dann von anderen Parteien höre, dass sie Wahlkampf machen gegen die Anti-Europäer, dann muss man doch auch deutlich sagen, Europa ist nicht deshalb krank, weil Anti-Europäer gewählt werden, sondern es ist doch umgekehrt. Die Anti-Europäer, die Nationalisten, die werden gewählt, weil sich die EU in eine falsche Richtung entwickelt, weil in dieser EU eben die Freiheit des Kapitals mehr wert ist als soziale Grundrechte, weil diese EU auf der einen Seite Milliarden dafür hat, Banken zu retten, aber auf der anderen Seite Kommunen, Gemeinden und Städten in die Parade fährt, wenn sie ihren öffentlichen Nahverkehr subventionieren wollen oder sich dagegen wehren, Krankenhäuser zu privatisieren. Das sind doch die Fehlentwicklungen in dieser EU und die müssen endlich aufhören. Wir brauchen eine EU, ein Europa der Menschen, ein Europa der Mehrheit und nicht ein Europa der Konzerne. Und dann haben nämlich die Antieuropäer schlechte Karten und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ich meine, natürlich gehört zu Europa auch das, was in unserem Land passiert. Da ist ja auch vieles ganz ähnlich gelaufen wie in anderen Ländern, in manchen Dingen sogar noch viel krasser. Und deswegen, weil ich auch davon ausgehe, dass meine Vorredner schon sehr viel über unsere Europapolitik gesagt haben, würde ich auch gerne etwas noch zur Bundespolitik sagen, weil auch eine Europawahl ist immer auch eine Abstimmung über die Bundespolitik. Auch das muss man im Hinterkopf haben. Die Ergebnisse der Europawahl, die sind natürlich auch ein Signal an Berlin. Die sind ein Signal an all die Parteien, an die Große Koalition, aber natürlich auch insgesamt an das Parteienspektrum. Was wünschen sich die Menschen und was wollen sie eben auch nicht mehr? Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn man am 26. Mai zur Wahl geht und deswegen auch zur Bundespolitik. Auch da ist es doch so. Unser Land hat sich seit Jahren verändert. Das Klima ist rauer, ist aggressiver, ist kälter geworden. Und viele machen sich Sorgen, wenn sie Hasskommentare lesen im Netz, ob bei Facebook oder anderswo. Und das ist eine ganz ungute Entwicklung, dass der Zusammenhalt immer mehr zerfällt, dass es immer stärkere, tiefere Spaltungen in der Gesellschaft gibt. Immer tiefere Spaltungen, auch im sozialen Bereich natürlich. Wir haben heute gerade, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wieder eine Studie vorgestellt. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Weil diese Studie besagt ganz klar, nein, nicht Deutschland geht es gut, sondern den oberen 10.000 in Deutschland geht es gut. Die oberen 10%, die haben den größten Teil der Zuwächse der letzten Jahrzehnte für sich vereinnahmt, während die unteren 10% der Bevölkerung sogar noch verloren haben. Sie haben heute weniger Einkommen als Anfang der 90er Jahre. Das ist doch eine dramatische Spaltung. Und das ist doch ein Armutszeugnis für all die Parteien, die in dieser Zeit regiert haben und diese wachsende Spaltung mit ihrer Politik mit verursacht haben. Und deswegen finde ich, am 26. Mai muss man auch ganz klar sagen, gegen diese Parteien und diese Politik braucht es ein klares Signal, ein Signal nach links und für eine soziale Politik. Und dafür steht eben nur die Linke. Und ich meine, Sie alle haben ja wahrscheinlich verfolgt, diese hysterische Debatte, die es zurzeit gibt, seit sich Kevin Kühnert gewagt hat, Selbstverständlichkeiten auszusprechen, nämlich zum Beispiel zu sagen, dass es nicht ein Geschäftsmodell sein sollte, mit anderen Menschen Wohnungen sich goldene Nasen zu verdienen. Und dann hat er auch noch gewagt, darüber nachzudenken, dass Unternehmen vielleicht lieber denen gehören sollten, die in ihnen arbeiten und nicht irgendwelchen Hedgefonds oder Eigentümerdynastien, die das dann
von Generation zu Generation weitervererben. Und seitdem herrscht eine Schnappatmung im politischen Berlin, bei Union, bei FDP, aber selbst bei Teilen der SPD. Da kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Und wir als Linke sagen, ja, ja, wir brauchen eine Debatte über unsere Wirtschaftsverfassung, wenn wir nicht wollen, dass es so weitergeht wie bisher. Und ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen auch eine Debatte über Enteignungen. Und zwar vor allem über die Enteignungen, die die ganzen Parteien und die Politik der letzten Jahre verbrochen haben. Die sollen doch nicht so tun, als gäbe es in unserem Land keine Enteignungen. Was waren denn die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010, die dazu geführt haben, dass in Deutschland einer der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa entstanden ist, dass immer mehr Menschen trotz Arbeit arm sind und dass das alte Wohlstandsversprechen, dass wer sich anstrengt, der auch zu gutem Leben kommt, dass das nicht mehr eingelöst wird. Was waren diese Reformen, diese Agenda 2010? Das war eine Enteignung von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und über diese Enteignung und über das Verbrechen, das dahinter steht, muss man reden und vor allem darüber, dass man es zurücknehmen muss. Mein jeder Vierte arbeitet heute im Niedriglohnsektor, jeder Vierte. Und bei jungen Menschen ist es sogar jeder Dritte, auch das sagt die DEW-Studie, jeder dritte junge Mensch arbeitet für einen Niedriglohn und die meisten auch nur in befristeten Jobs. Das sind doch die Themen, die auf die Tagesordnung gehören. Da sollen Sie mal drüber diskutieren, statt sich hier heftig aufzuregen darüber, dass hier mal irgendwo das böse E-Wort, das Wort Enteignung gefallen ist. Und es ist noch nicht mal die einzige Enteignung. Reden wir über Renten. Was sind denn die ganzen Rentenkürzungen, die Sie da über Jahre beschlossen haben, immer wieder die Rentenformel verändert, mit dem Ergebnis, dass heute jeder sechste Rentner unter die Armutsgrenze fällt und ganz viele Menschen Angst haben, wie es ihnen im Alter geht, weil sie eben nicht so viel verdienen, dass sie sich toll was zurücklegen können und weil außerdem diese ganzen betrügerischen Riester-Verträge sie sowieso nur noch ärmer machen, als sie sowieso schon sind, um Geschäfte für die Banken und für die Finanzmafia zu lukrative Geschäfte zu bewirken. Das ist doch auch alles eine Enteignung gewesen. Die Rentenkürzungen waren eine Enteignung von Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Auch über diese Enteignung müssen wir reden. Auch das gehört auf die Tagesordnung. Oder reden wir über Hartz IV? Ich meine, es ist ja schön, dass auch die SPD inzwischen verstanden hat, dass Hartz IV ein riesiger Fehler war. Aber ich würde mir wünschen, dass daraus auch mal Konsequenzen folgen und man nicht trotzdem das ganze Hartz IV-Unrecht weiterverwaltet. Weil auch Hartz IV, was ist denn das anderes als eine Enteignung? Wenn ein Mensch jahrelang arbeitet, jahrelang in die Sozialkassen einzahlt und irgendwann verliert er seinen Job, vielleicht mit Anfang 50, und nach einem Jahr Arbeitslosigkeit wird ihm alles weggenommen, was er im ganzen Leben sich erarbeitet hat. Das ist doch auch Enteignung. Auch die Enteignung gehört auf die Tagesordnung. Darüber sollen Sie sich mal aufregen, unsere großen Enteignungsphilosophen. Und nehmen wir noch ein letztes Thema. Das Thema Mieten, auch so ein ganz wichtiges Thema. Daran hat sich ja die Debatte ursprünglich entzündet, dass sich in Berlin eine Initiative gegründet hat, die gesagt hat, wir müssen die großen Immobilienhaie enteignen. Da fing ja das Tohuwabohu an und alle haben gesagt, um Gottes Willen, die Großen enteignen. Wie kann man denn sowas auch nur fordern? Aber auch am Wohnungsmarkt sind doch Enteignungen an der Tagesordnung. Also etwa in Berlin sind die Mieten in den letzten 10 Jahren, haben sich verdoppelt. Und hier in Düsseldorf sind die Mieten ja schon seit vielen Jahren so extrem hoch, dass man wirklich schon fast ein Spitzenverdiener sein muss, um sich Wohnen in der Innenstadt noch irgendwie leisten zu können. Immer mehr Menschen werden verdrängt, immer mehr Familien werden verdrängt. Das ist doch eine katastrophale Entwicklung. Und ich meine, auch hier sind es ja große Immobilienunternehmen, die sich goldene Nasen verdienen. Bei einigen dieser Unternehmen, zum Beispiel bei Deutsche Wohnen, die ist nun vor allem in Berlin auch präsent, da bestrebt die Rendite 18%. 18%.
kann sich jeder Kleinsparer nur wünschen, dass er mal ein Konto findet, das ihm 18% zahlt. Aber bei diesen Immobilienhaien, da wird 18% Rendite gemacht auf Kosten der Menschen in diesen Wohnungen, die teilweise auf Verschleiß gefahren werden. Und wenn sie richtig kaputt sind, dann macht man eine Luxusmodernisierung und die Leute fliegen alle raus, weil sie sich dann die Miete schon gar nicht mehr leisten können. Und wir sind ganz fest überzeugt als Linke, das ist eine katastrophale Entwicklung. Das darf so nicht weitergehen. Wohnen ist ein Menschenrecht, das gehört nicht in die Hände hemmungsloser Rendite. Und deswegen ist es hier dringend notwendig, diese Fehlentwicklung zu korrigieren. Und auch da hat ja zum Beispiel die EU eben immer wieder in die falsche Richtung Druck ausgeübt, immer wieder in Richtung Privatisierung, auch in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge. Und heute haben wir eine Situation, dass nicht nur Wohnungen, sondern auch Krankenhäuser, Pflegeheime, ganz viele Bereiche, wo es um elementare Bedürfnisse geht, da kaufen sich Finanzinvestoren ein, da kaufen sich Hedgefonds ein. Und am Ende wird noch mit der Pflege alter Menschen, hilfloser alter Menschen, wird noch ein Reibach gemacht mit der Behandlung von Kranken, die sich eigentlich darum drehen müsste, was kann ich am besten tun, damit Kranke gut versorgt werden. Da wird noch ein richtiger Reibach gemacht und da wird noch richtig Geschäft gemacht und die Krankenversorgung teilweise darauf ausgerichtet, wie kann ich meine Apparate optimal auslasten, damit ich schön großen Gewinn damit mache. Das ist doch eine völlig irre Entwicklung. Und wir haben teilweise Diskussionen. Wir haben teilweise Diskussionen in der Wirtschaftspresse, habe ich vor einiger Zeit gelesen, da wurde darüber sinniert, wie man denn die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern steigern kann. Die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern. Also da muss ich wirklich sagen, eine Gesellschaft, die über die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern nachdenkt, die ist krank. Und wir Linke wollen nicht eine so kranke Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die für die Menschen da ist und sich um die kümmert, die die Unterstützung brauchen. Und natürlich brauchen wir dafür eine Politik, die das Rückgrat hat, sich mit diesen Lobbys anzulegen, weil diese Fehlentwicklungen, die ich eben beschrieben habe, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und die sind auch nicht durch Zufall entstanden, weil irgendwie falsche Ideen im Umlauf waren. Sondern all das, was ich beschrieben habe, die schlechte Lohnentwicklung, die Lohndrückerei, die Privatisierung von ganz vielen Bereichen, die Kürzung bei Renten, die haben eben nicht nur Menschen, die darunter leiden, sondern all diese Entwicklungen haben Profiteure. Das sind die oberen 10.000, das sind die Reichen, das sind die großen Unternehmen. Das sind die, die die großen Parteien, die inzwischen glücklicherweise ja nicht mehr so groß sind, aber immer noch viel zu groß, die diese Parteien schmieren mit ihren Spenden. Und deswegen muss auch das auf die Tagesordnung. Schluss mit dieser gekauften Politik in diesem Land. Wir brauchen endlich wieder Politik für die Mehrheit und nicht Politik für Wirtschaftslobbyisten. Ich meine, das ist doch auch so ein Ding, dass wir teilweise jetzt aktuell, haben Sie sicherlich verfolgt, hat die CDU sich geärgert, Daimler hat doch beschlossen, nicht mehr an die Parteien zu spenden. Und da waren sie ganz verunsichert, um Gottes Willen, Daimler spendet nicht mehr, hoffentlich spendet BMW weiter und hoffentlich spenden die anderen weiter, die spenden auch weiter. Aber die Debatte muss doch umgekehrt sein. Warum ist es eigentlich erlaubt, dass solche großen Konzerne Tausende, Hunderttausende Euro, bei BMW sind das schnell mal 600.000, die dann an die CDU überwiesen werden, mit solchen Summen Parteien unterstützen, wo völlig klar ist, dass das nicht aus altruistischen Motiven geschieht. Ich meine, das sind Unternehmen, da wird alles durchkalkuliert, was Rendite macht und alles weggekürzt, was nicht Rendite macht. Und da soll mir einer erzählen, die spenden aus demokratischem Engagement. Nein, die spenden natürlich, weil sie sich was davon versprechen. Und es ist auch völlig klar, kein Rentner, kein Arbeitsloser, kein normaler Arbeitnehmer, auch kein kleiner Selbstständiger oder Kleinunternehmer kann mit solchen Summen bei Parteien vorstellig werden, dass es deren Politik beeinflusst. Das können nur die Großen.
Und deswegen ist es eben eine völlige Verzerrung von Demokratie, wenn so etwas ermöglicht wird. Und wir als Linke sagen, Schluss mit gekaufter Politik, Verbot für Parteispenden von Unternehmen, weil so funktioniert Demokratie nicht. Weil ganz nebenbei, muss ich zugeben, bin ich dann auch immer wieder ein bisschen stolz, dass wir als Linke immerhin die einzige Partei sind, das gilt schon für die Grünen schon lange nicht mehr, die einzige Partei sind, die noch nie einen müden Euro von einer großen Bank, von einem Autokonzern und auch nicht von einem Rüstungskonzern bekommen hat. Und ich finde, schon alleine dafür lohnt es sich, die Linke zu wählen, dass da wenigstens einer sitzt im Bundestag, der nicht auf der Überweisungsliste von diesen Unternehmen steht. Und gerade bei der Rüstungsfrage ist es doch auch ganz eklatant. Ich meine, es ist doch irre, was wir zurzeit in Deutschland für Rüstung ausgeben. Das sind die gleichen Politiker, die uns immer erzählen, auch bei Pflege, bei Bildung, bei vielen anderen Dingen, da haben wir nicht genug Geld, da müssen wir sparen, weil wir angeblich nicht genug Geld einnehmen. Aber wenn es um den Militärbudget, ums Militärbudget geht, da haben sie die allergrößten Taschen. Und natürlich hat das auch was damit zu tun, welche Rüstungskonzerne dort vorstellig werden, wie deren Spendentätigkeit ist. Auch dass es bis heute nicht möglich ist, endlich Rüstungsexporte an Diktaturen und in Kriegen zu verbieten, was ja ein einziger Skandal ist, dass das immer noch läuft, zum Beispiel an Saudi-Arabien, die diesen verbrecherischen Krieg im Jemen führen. Auch da wird nach wie vor Rüstung hin exportiert. Oder selbst auch an die Türkei. Ich meine, die Türkei gerade mal wieder demonstriert, Wahlen sind dann etwas wert, wenn die Ergebnisse Erdogan gefallen. Wenn sie ihm nicht gefallen, werden sie annulliert, so wie jetzt in Istanbul. Aber deutsche Waffen an die Türkei, das wird weiter geliefert. Und auch das hat was mit Lobbytätigkeit zu tun. Und da sagen wir eben als Linke ganz klar, wir wollen nicht eine Politik, die heuchlerisch Menschenrechte vor sich hertreibt, um Kriege zu rechtfertigen, sondern wir wollen eine Politik, die ernsthaft sich dafür einsetzt, dass nicht verbrecherische Kriege weiter mit Waffen munitioniert werden und dass nicht auf dieser Welt immer mehr Geld für Rüstung verschleudert wird, während gleichzeitig der Hunger wächst. Und dagegen könnte man mit diesem Rüstungsgeld ernsthaft etwas tun und wirklich Menschenleben retten, was man durch Kriege noch nie geschafft hat. Und in diesem Sinne, es lässt sich ganz viel verändern in diesem Land. Und es muss sich auch ganz viel verändern in Europa. Auch dieses Europa, das hatte mal die große Idee einer Friedensmacht, eines Friedensprojekts. Heute ist auch Europa ein Projekt, das aufrüstet, dass es gemeinsame Armeen und gemeinsames Militär gibt, dass in immer mehr Krisenregionen dieser Welt selbst mit interveniert, das gemeinsam mit Donald Trump Aufrüstung betreibt. Das ist eine völlige Fehlentwicklung dieses Europa. Und es muss auch endlich ein Europa sein, dass das Rückgrat hat, eben Konzerne endlich dazu zu bringen, dass sie wieder Steuern zahlen, statt ihnen den Rücken dafür freizuhalten, dass sie es nicht tun. Es ist doch auch kein Wunder, dass sich so viele abwenden, wenn sie erleben, dass der Bodyguard, der Steuerhinterzieher an der Spitze der EU-Kommission, Herr Juncker, alles dafür tut, um Steuersparmodelle aufrechtzuerhalten. Aber es ist eben leider nicht nur Herr Juncker. Es ist auch die Berliner Politik. Ich meine, Sie haben alle die Debatte vielleicht über die Digitalsteuer verfolgt. Da wurde auch immer dann von Herrn Scholz gesagt, ja, da können wir ja nichts machen, weil das muss ja dann in der EU und einstimmig und was weiß ich. In Wirklichkeit hat er nur eine Ausrede gesucht, um die Steuer nicht einzuführen. Frankreich macht das jetzt einfach national. Die haben das beschlossen und da müssen die Digitalkonzerne zahlen. Und genau das Gleiche könnten wir hier auch. Wir könnten diese Steuerhintergehung beenden, indem man in Deutschland eine Quellsteuer erhebt auf alle Gewinne, die in Steueroasen fließen, auch wenn die Steueroasen in der EU sind. Das kann man machen. Aber da muss man eben auch nicht wie Herr Scholz immer wieder einknicken, wenn ein Konzernlobbyist um die Ecke biegt, sondern muss man eben auch mal kämpfen. Oder wenn man es nicht tut, muss man eben bei Wahlergebnissen auch spüren, dass die Menschen Politiker wollen, die für so etwas kämpfen. Und ich denke, auch das Signal am 26. wäre gut. Und deshalb, ich weiß, für viele ist die Europawahl nicht der ganz große Renner. Aber es geht um viel.
Es geht darum, wie wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren leben. Ob sich eine Politik durchsetzt, weiterhin, wie wir sie bisher kennen, die Umverteilung von unten nach oben betreibt, die die Gesellschaft spaltet und die sich auch sonst nicht um die Zukunft und Zukunftsfragen dafür überhaupt nicht interessiert. Ich meine, das ist doch bei der Umweltpolitik genau das Gleiche. Auch da brauchen wir doch eine Politik, die sich mit den großen Industrielobbys anlegt. Es gibt doch keinen wirklich grünen Kapitalismus. Da muss man doch den Mut haben und das Rückgrat, tatsächlich auch gegen bestimmte Unternehmensinteressen auch Politik zu machen und ökologische Technologien durchzusetzen. Das macht der Markt nicht alleine. Dafür brauchen wir auch staatliche Initiative. Und wenn man das nicht macht, dann wird es auch keinen Stopp des Klimawandels geben. Also auch für solche Zukunftsaufgaben, für gute Bildung, für gute Infrastruktur in ganz Europa brauchen wir eine andere Weichenstellung und eine andere Politik. Dafür stehen wir Linke, dafür kämpfen wir Linke und dafür brauchen wir Ihre und eure Unterstützung. Vielen Dank.